Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder alle da seid. Heute gibt es mal einen ganz anderen Test, weil Suppen ist ja immer langweilig. Wird aber noch ein oder zwei Suppentests geben. Und zwar geht es heute um Cocktails. Wie sie schmecken nach dem Trailer. So, hallo meine Freunde, hoffe ich, euch geht's gut. Mir geht's blendend, noch. Natürlich, wenn ich die Dinger hier getrunken habe, wahrscheinlich nicht mehr. So, und habe mir gedacht, wir machen heute mal so einen Cocktailtest, weil die Teile hier, die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Bei Penny, nee, bei Penny nicht, bei Edeka und Trinkgut. Sind natürlich ab 18, haben einen Alkoholgehalt von 10,1%. Also Autofahren kann man damit nicht mehr. Sollte man sowieso nicht, egal wie viel Prozent. Ja, dann machen wir mal so ein Fläschchen auf. Und zwar haben wir jetzt hier Zombie. Zombie kennt eigentlich jeder. Vorgebraucht schütteln, da sind irgendwelche Krümelchen drin. Ja, vom Geruch riecht es wie ein Zombie. Ja, und das Glas jetzt nicht voll machen, sonst sind wir direkt besoffen. Da können wir kein Video mehr drehen. Geschmacklich. Ja, es dominiert die Ananas, die hier drin ist. Alkoholisch gesehen, ja, könnte ein bisschen mehr Bums verkraften. Aber ganz okay. Also, so ein Fläschchen kostet so um die 3 Euro. Ja, günstig ist relativ. Also, zwischendurch mal einen Cocktail zu trinken, ist immer noch günstiger, als in so eine Cocktailbar zu gehen für 7, 8, 9 Euro. So, was haben wir hier? Pina Colada. Hoch. Ja, nicht so nach saure Milch, ein bisschen würde ich sagen. Ja, Kokosgeruch minimal. Ja, schauen wir mal. Ja, geschmacklich auch wieder hier dominiert die Ananas. Man schmeckt irgendwie so eine Art Sahne raus, klar, ist ja auch Pina Colada. Ja, alkoholmäßig schmeckt man so jetzt gar nichts hier raus. Also, das könnte gefährlich werden, wenn man hier mehrere Gläser von trinkt. Aber wie gesagt, ist auch ganz okay. Das wäre jetzt so oder so nicht mein Fall, weil Milchgetränke da mag ich alle nicht. Ja, genau wie das, was jetzt kommt, das ist auch nicht so mein Fall. Und das ist zwar Sweetling Pool. Was ist hier auch drin? Auch Kokosgeschmack, auch wieder Ananas. Also immer Ananas, das ist alles das Gleiche, nur mit Farbe geändert. So. Geruchlich. Ja, sehr fruchtig. Kann man aber jetzt schwer zuordnen, was für eine Frucht jetzt hier dominiert. Geschmacklich, ja, sehr künstlich, ziemlich bitter. Ja, nee, das ist, also das würde ich jetzt nicht als Cocktail bezeichnen, aber das ist jetzt so mein Fall. Also ein Cocktail muss mir persönlich, es muss ein Cocktail fruchtig schmecken, muss einfach so ein Highlight sein, weil es ist ja ein Getränk, was man alles sich einfach mal gibt, wenn man mal irgendwas Besonderes trinken will. Und ja, da finde ich das jetzt nicht so prickelnd. So, Sex on the Beach. Fehlen nur noch die nackten Frauen. So. Geruch, sehr fruchtig. Ja, riecht nach so Multivitaminsaft. Geschmacklich. Ja, geht so in den Grapefruit-Bereich rein. Ja, weiß nicht, ist hier Grapefruit drin? Ja, Orange, ja gut, würde ja passen. Orange mit Alkohol. Und dann steht dann so einen bitteren Grapefruit-Geschmack. Cranberry, okay. Ja,
Ganz lecker. Kann man machen für die 3 Euro oder so, plus minus, kommt immer auf den Laden an, was die Geschäfte anbieten vom Preis. Ist ja ganz akzeptabel. Es gibt noch andere Cocktails, die sind so ein Pappbecher. Die werde ich mir demnächst auch mal holen und mal testen für euch, wenn ihr das wollt. Und ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.